So, ihr kennt das Setup. Ich muss kurz sagen, ich bin nicht mehr nüchtern, mir ist kalt, ich bin übernachtig und diese Haare brauchen ein bisschen Liebe. Vor allem diese Seite. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber man sieht fast nichts mehr. Das heißt, wir blondieren und dann machen wir tatsächlich was ganz was Tolles mit den Haaren. Ich freue mich schon sehr darauf und ich hoffe, dass ich es schaffe. Weil morgen zum Mittag rum wahrscheinlich treffe ich mich mit meiner besten Freundin zum Fotos machen und bis dahin brauche ich die Haare fertig. Das heißt, let's go und ihr seht nach dem Intro, wie es weitergeht. Nachdem ich mir den Zeh angehaut habe und geschlafen habe, sind wir hier. Ich habe es doppelt gefärbt mit Blond und bin mit dem zweiten eingeschlafen. Das heißt, das war, ich glaube, 1,5 Stunden drin. Es hat nicht mal Haare geschmolzen, zum Glück. Dafür hat es auch nicht gut genug blondiert, sozusagen. Wir arbeiten es aber trotzdem einfach damit, weil es ist Sonntag. Ich kann keine neue Farbe kaufen und ich habe keine Zeit. Ich treffe mich nachher mit meiner besten Freundin. Das heißt, wir arbeiten jetzt damit. Und was wir jetzt machen, mir ist nämlich aufgefallen auch, ich habe kein Rot gekauft. Das heißt, ich kann den Regenbogen eigentlich gar nicht fertig machen. Meine Lösung dafür ist jetzt einfach, dass ich den Orangestreifen breiter mache. Also sozusagen doppelt so breit, wie er sein sollte. Und dann am Montag Farbe, also morgen, rote Farbe kaufe und das nachfärbe. Aber ich kann so nicht rausgehen, das heißt, wir machen das jetzt mal so, damit wir das fertig haben. Ich habe dazu jetzt 4 Farben hier, das heißt eben die 5. Farbe, das Rot brauche ich dann noch. Ganz hinten kommt Aubergine, das ist hoffentlich eine Art Lila. Schaut zumindest so aus auf der Packung. Dann haben wir Blau von Directions. Das Grün, das ich schon mal verwendet habe, von Crazy Colors. Und nochmal von Directions Orange. In dem Orange wird breiter, das kommt ganz vorne. Wir machen Rot, Orange. Ich habe kein Gelb gekauft, weil ich nicht glaube, dass man das sieht. Vor allem, weil ich die Haare nicht hell genug bleichen kann, damit das funktioniert. Weil immer dieses Bläuliche durchkommt. Das war auch, ich glaube nämlich, dass ich das ganze Lila rausgestrippt habe. Darum habe ich auch so einen extremen Ansatz sozusagen. Das ganze Lila ist raus, aber das Grün, was vorher drinnen war, ist immer noch da. Das heißt, wir machen kein Gelb, wir machen direkt Grün. Also wir machen im Endeffekt Rot, Orange, Grün, Blau, Lila. Und das wäre ja Rot, Gelb, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Lila. Und wir lassen halt einfach Gelb aus. Und für heute machen wir das Orange größer und dafür kein Rot. Ja, das ist der Plan. Das heißt, ich teile das jetzt in 5 Teile. Die vorderen 2 werden orange, die hinteren werden alle einzeln eine Farbe.